Herzlich willkommen zu den X-Tipp Spieltagstipps. Heute mit Murat Akgel von FC Schwalbach. Und wir tippen heute den 19. Spieltag der Kreisoberliga Main-Taunus. Fangen wir an mit dem morgigen Spiel am 19.02. Eddersheim 2 gegen Bremtal. Erster gegen Zweiter. Wie geht das aus? Ich denke, Eddersheim macht es zu Hause. 3-1. Da die auch die Unterstützung von der Ersten bekommen werden. Ja, da die Option haben. Dann als nächstes das Spiel Nassau-Diedenbergen gegen TuS Hanau. Neunter gegen Dritter. Ich denke 1-2 für Hanau. Da die körperlich auch sehr gut sind. Ich denke schon, dass da das Hauner machen wird. Dann haben wir als nächstes Marxheim, der 16. gegen Kriftel. Auf dem Papier eigentlich eine ganz klare Sache. 16. gegen Vierter. Ich denke, die Jungs aus Kriftel werden das auch rocken mit 3-0. Also 0-3. Dann haben wir das Spiel Kelsterbach gegen Kelkheim. Enges Spiel, 7.5. BSC ist giftig in den Zweikämpfen. Ich denke, die sind für eine Überraschung gut gegen Kelkheim. 2-1 für BSC. Dann gehen wir in die untere Tabellenhälfte. Dort spielt der Tabellen 14. Hochheim gegen Oberliederbach 2, den 10. Ich tippe auf 0-2 für Oberliederbach, definitiv. Die werden es auf jeden Fall auch gewinnen. Dann haben wir noch Alemannia Nied gegen Lorbach. Lorbach, ja, die sind auf. Das wird ein enges Spiel. Ich tippe auf Unentschieden 2-2. Und dann zuletzt euer Spiel, was wir auch bei MeinKickTV zeigen werden. Schwalbach gegen Rupertsheim. Es wird auf jeden Fall ein körperbetontes Spiel. Ich lade euch auch alle herzlich ein am Donnerstag. Und es wird auf jeden Fall ein Heimsieg für uns mit klar 3-0. Und wer macht die Tore? Ich hoffe, dass ich dafür sorgen werde. Alles klar, vielen Dank. Danke. Das waren die X-Tipp-Spieltagstipps.